Ja, mal gucken, weil ich hier irgendwie den Handlungsbogen Hoff weitermache, möchte ich erstmal die Klassenmission hier machen, wenn sie schon einmal um die Ecke ist. Oh, dann kommen wir hoffentlich bald zum Ende. Lang wollte ich eigentlich gar nicht streamen, Mensch. Die blöden Heldenmissionen haben alles mega an die Länge gezogen, einfach nur. Aber hätte ich gewusst, dass die so ätzend sind, dann hätte ich es gelassen. Also beim nächsten Planeten lassen wir die Heldenmission einfach weg. So schnell stirbt niemand. Dann machen wir unser Handlungsbogen. Vom Planeten und dann war's das. Und die Klassenmission natürlich, ganz klar. Die Frage ist jetzt halt nur, wie komme ich denn dahin? Ha. Hier irgendwo noch so eine Brücke oder oder gibt es eine? Jetzt halt nur die Frage, ob das die ist, die wir suchen. Ich glaube, wir gehen gerade einen mega Umweg, einfach nur. Ja, ich glaube, wir hätten so rumgemusst, aber egal. Haben wir mal die schöne Landschaft von Hoff genossen. Diese abwechslungsreiche, wie immer. So, oder so ein Juggernaut-Ziel. Da es ja nirgendwo eine Brücke gibt, gehe ich mal davon aus. Ja, jede Ritterphase. Aber von hier aus können wir da nicht runter, ansonsten sind wir... Nein! Oh Gott. Ich hab's noch gesagt, wir können von da nicht runter. Und dann falle ich da in so einen scheiß Spalt. Danke für nichts. Da. Warte mal. Ich grüße.
begrüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Noch weiter hört er mich jetzt echt nicht schmeißen können. 4 Kilometer, ey. Unglaublich. Oh Mann, ey, ich sag's noch. Da können wir nicht runterspringen, weil sonst sterben wir. Und dann kommt so ein scheiß Spalt. Und wir fallen runter. Geil. So macht das Spiel doch voll viel Spaß. Gut, dann quatschen wir erstmal hier mit dem Lieutenant. Wenn wir einmal da sind. Ich habe gehört, was geschehen ist. Meister Seth ist tot und die halbe Bruderschaft versuchte zu fliehen, indem sie von einer Klippe sprangen. Ein gut ausgeführter Plan. Es ist nur ironisch, dass wir so erfolgreich die Bruderschaft besiegt haben, dass wir unsere Taktiken nun wieder aufeinander konzentrieren können. Was schlagt ihr vor, Lieutenant? 24 Stunden Waffenruhe, bis wir wieder unsere Posten erreichen? Soweit es meine Leute betrifft, kann ich dem zustimmen. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Was denkt ihr? Falls ihr jemals desertieren wollt, wisst ihr ja, wo ihr uns finden könnt. Das ist ein großes Kompliment. Doch nach dem, was heute geschehen ist, wird man mich wohl vorsichtig im Auge behalten. Ja, ihr habt viel riskiert, indem ihr hergekommen seid, Captain. Wenn doch nur mehr Imperiale so wären wie ihr. Seid lieber vorsichtig mit euren Wünschen, Lieutenant. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Und schon habt ihr der Hagelsturmbruderschaft den Garaus gemacht. Da draußen auf dem Eis tobt ein noch größerer Krieg. Und ausnahmsweise ist das Imperium nicht unser größter Feind. Ich hätte nie gedacht, dass das Imperium eines Tages mal nur auf Rang 2 steht. Ich auch nicht. Admiral Rewald kommandiert die Flotte der Republik auf Hoth. Und das von der Oberfläche aus. Jeden Tag kämpft er verbissen gegen die Anführer des Weißen Schlunds. Wenn ihr für ihn das Gleiche tun könntet wie für uns, könnte der Weiße Schlund bald der Vergangenheit angehören. Dann könnten wir alle ruhiger schlafen. Okay, einmal das. Da, wieder so. Taufrisch. Ich hoffe, Derek, ja, zum Raumschifffriedhof. Raumschifffriedhof klingt gut, weil da ist es dann vorbei. Oh je. Aber ich wollte ja auch Hoff noch unbedingt durchziehen, ne? Wären wir nicht in diese blöde Spalte da gefallen, dann, mir jetzt wahrscheinlich auch schon die Klassenmission hinter uns gebracht. Aber so, dürfen wir jetzt einfach nochmal laufen. Warte mal. Es ist vielleicht kürzer, wenn wir uns zu den anderen Posten fliegen lassen. Ich grüße Sie. Hier ein zweiter, das ist doch dann viel kürzer. Als wenn wir jetzt den ganzen Weg hier laufen. Fliegen wir jetzt einmal kurz zu dem Posten und dann laufen wir ein Stückchen zurück und dann passt das.
So. Wenn wir hier ein Stückchen zurücklaufen, dann sind wir ja schon wieder fast bei der Klassenmission. Wird man vorhin auch gleich so machen sollen. Aber naja. Oh ja. Fast bei der Klassenmission. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da runterkommen. Und ich meine runterlaufen, nicht runterfallen und sterben. Das wäre schon gut. Ah, sehen wir mal. Da geht's runter. Sehr schön. Ja, bitte. Ich hoffe, ich störe nicht, Jedi. Wir haben den anderen Reaktor ausgeschaltet, aber General Grain hat mich auf ein Sekundärziel hingewiesen. Der weiße Schlund hat hier mehrere Waffenlager. Laut Scout-Berichten werden die Waffen zum Schlachtschiff gebracht. General Grain glaubt, dass die Piraten sich verstärken. Er hat mir befohlen, die Waffenlager anzugreifen. Ich dachte, ihr wollt vielleicht dazustoßen. Ich will nicht, dass der Feind bis zum Anschlag bewaffnet ist, wenn wir das Schlachtschiff angreifen. Ich übermittle gerade die Koordinaten. Wenn ihr wenigstens die Hälfte zerstören könnt, kümmern sich meine Leute um den Rest. Wir treffen euch beim Außenposten, wenn die Mission abgeschlossen ist. Sergeant Rask, Ende. Ja, alles klar. Aber hier steht die Ritterphase. Wieso sollte ich dann erst hierher? Zerstöre die Waffenlage des weißen Schlunds. Okay. Wieder taufrisch. So, jetzt dürfen wir den Reaktor deaktivieren. Was? Nun wieder kein Internet gehabt die letzten 2 Stunden. Was denn bei dir los, Katrin? Da kannst du ja Stream nachher echt auch vergessen, oder? Den Reparaturarbeiten. Dann kann man ja nur hoffen, dass die jetzt mit den Reparaturarbeiten durch sind. Wenn es nachher läuft, riskiere ich es. Ja. Also wenn Katrin nicht streamt, dann ist sie nicht gesund.
Ne, dann ist irgendwas. Aber so bekomme ich bis meine Portion Witchtainment und meinte Last of Us. Also Win-Win-Situation. Richtig. Ja, jetzt habe ich schon wieder Schwertschutz angeschmissen. Ich düdel. Wenn ich nicht streamen kann, bin ich so lost, ja. Na? Oh mein Gott, bist du lost. Genau so. Supernatural eingeschlafen, 23 Uhr wieder wach bis 3 Uhr, aber ich habe seit einer Ewigkeit wieder was geschrieben. Oha. 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 Katrin, den Liebesbrief an mich, den musst du doch nicht schreiben. Ich weiß es doch. Verrate nicht alles, Hase. Ja. Oh je. Ich hoffe, dass ich hier irgendwann auch mal fertig werde mit Hoff. Ich hoffe, dass ich mit Hoff fertig werde. Oh je. Und, Ein Gespräch. Jedi. Hab noch nie einen von euch umgebracht. Er hört sich erfreut an. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist. Das sollte interessant werden. Ihr wollt mir alle eure Waffen geben und diese Einrichtung verlassen. Ihr habt einen seltsamen Humor. Hey, was macht ihr Idioten? Kommt hierher zurück! Dämliche Hauk. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber ich hau nicht ab. Die Anführer vom Weißen Schlund töten Deserteure. Sie sind Gendai. Das Leben interessiert sie nicht. Nicht einmal ihr eigenes. Ist ja auch einfach für sie. Schließlich sind sie unzerstörbar. Alle lebenden Dinge müssen sterben. Nicht die Gendai. Die Bosse können es mit allem aufnehmen. Ihr würdet schon noch merken. Nur sterbt ihr ja jetzt. Ihr habt Unterstützung. Ich nicht. Wenigstens muss ich mich da nicht zurückhalten. Keine Sorge. Och, der ist ja nicht mal... Oh Gott! Der war ja nicht mal ein Silberner. Was ist das? Der war jetzt lame. Der war jetzt richtig lame. Der war ja nicht mal Silber. Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie sieht's aus? Kann ich mich herausporten? Nee, hier nicht. Das sieht gut aus, ich kann mich rauspocken. Raus, schnell reisen. Boah, dann hoffentlich sind wir bald am Ende. Ich will nicht mehr. Ich muss was essen. Ben stirbt fast.
Ihr wollt ja eigentlich was zu essen bestellen. Aber Alter, ich muss unbedingt was essen. Ich glaube, ich hau mir dann einfach die Pizza, die ich noch im Ofen, die ich im Ofen habe. Ja, nee, im Ofen ist sie noch nicht. Die ich im Gefrierfach habe, noch schnell im Ofen. Oh, weil jetzt noch warten auf den Lieferdienst, boah, geht gar nicht. Die Medis berichten, dass die Strahlenschilde der Piraten ausgeschaltet sind. Unser Ziel ist zum Greifen nah. Irgendein Zeichen von Sergeant Rusk oder seinen Leuten? Ich hatte sie eigentlich schon zurückerwartet. Wir haben die Waffenlager des Weißen Schlunds angegriffen. Ich schätze, sie treffen jeden Moment hier ein. Ich fürchte, wir verlangen zu viel von ihnen. Die Leute unter Sergeant Rusks Kommando scheinen unzufrieden zu sein. Jedi, die Zerstörung der Waffenlager der Piraten hat länger gedauert als erwartet. Doch die Mission war ein vollständiger Erfolg. Die Truppstärke liegt noch immer bei 100%. Wir müssen euch dafür danken, wenn wir das alleine hätten erledigen müssen. Ich helfe, wo ich kann, Private. Das ist ein kompletter Scan des Schlachtschiffs. Die technischen Daten werden zurzeit nur minimal bewacht. Leider liegt dieser Bereich direkt zwischen zwei starken Fronten. Piraten vom Weißen Schlund und imperiale Stoßtrupps. Sie kämpfen um die Kontrolle. Welche Seite ist im Vorteil? Die Piraten oder die Imperialen? Es besteht eine Pattsituation. Die Imperialen haben überlegene schwere Geschütze, aber die Piraten sind ungewöhnlich widerstandsfähig. Scans weisen darauf hin, dass die Piratenanführer zu einer fremden Spezies gehören, die man Gendai nennt. Sie sind praktisch unsterblich. Hört sich nach einer Herausforderung an. Ich kann die technischen Daten sichern, wenn ihr mit Sergeant Rusk die feindlichen Truppen beschäftigt. Welcher Gegner wäre euch lieber? Ich komme schon klar. Wie können wir Opfer bei eurem Trupp minimieren, Sergeant? Die Piraten haben nur wenig Disziplin. Unter Druck werden sie in Panik ausbrechen und Fehler machen. Dann gehören die Imperialen euch. Hoffen wir, dass die Drohung, dass sie Jedi schlechter seien, nur eine Täuschung war. Hier sind die Koordinaten, bei denen ihr die feindlichen Truppen abfangen könnt. Sobald der Angriff begonnen hat, berge ich die technischen Daten. Seid vorsichtig bei diesen Imperialen. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Da, wieder taufrisch. Wieder taufrisch, ja. Es bin halt ich. Taufrisch. So, noch einmal zu quatschen.